Hier ist die Iris Heinen von WH Self Invest und auf der anderen Seite sehen Sie auch Thea Muratovic von Seasonex. Da sind wir wieder. Hallo Thea. Ja, ich freue mich, dass Sie sich zahlreich am Anmelden sind und dass Sie auch in diesem Jahr diesem Format eine Chance geben. Die Thea und ich haben uns dieses Format im vergangenen Jahr auserdacht, dass wir wirklich eine sehr kompakte Information liefern, die aber als Basis Saisonalitäten trägt. Also wir sehen heute saisonale Charts. Ich zeige auch einen Chart aus der Charttechnik. Aber im Vordergrund steht tatsächlich die Saisonalität. Sie haben sicherlich am Anfang beim Anmelden auch unseren Risikohinweis gesehen. Was die Thea sagt und was ich sage, das dient tatsächlich zu Schulungszwecken. Also wir haben den Ansporn auf jeden Fall, Sie in das Thema Saisonalität einzuführen. Das ist etwas anderes als Charttechnik oder fundamentale Technik, aber trotzdem, es dient rein zu Informationszwecken. Es sind keine Handelsempfehlungen oder Aufforderungen. All das dürfte hoffentlich selbstverständlich sein. Aber wir haben großen Spaß daran, Ihnen diese Dinge näher zu bringen. Und ich hoffe, Sie haben auch Spaß daran und wissen es ein bisschen wertzuschätzen, dass wir versuchen, gar nicht lange drum rumzureden, sondern direkt in Medias Res gehen. Und die Thea wird hoffentlich gleich noch mal einen Link zum letzten Jahr finden. Wir hatten eine Jahresendrallye, wir hatten schon Jahresstart. Es stehen viele Daten an, die noch mal in dieser Woche auch entscheidend sind. Für mich persönlich, muss ich sagen, ist ja dieser Jahresauftakt ein besonderer, weil uns steht ein Wahljahr bevor. Es wird im November gewählt in den USA. Und ich weiß nicht, da wirst du wahrscheinlich auch was zu sagen, Thea. Das hat in gewisser Weise auf verschiedene Branchen, auf verschiedene Sektoren einen saisonalen Einfluss. Mal mehr, mal weniger, unterschiedliche Zeitpunkte. Aber genau das wird heute anhand eines ausgewählten Beispiels gezeigt werden. Ich verrate nicht welches, sondern du hast es ausgewählt und zeigst uns auch dazu was. Ja, und ich wünsche Ihnen einfach allen viel Vergnügen. Wir können in diesem kurzen Format keine Fragen beantworten. Ich bitte das zu entschuldigen. Sie können die Fragen stellen und wir werden im Nachhinein sehr, sehr gerne diese beantworten. Sie kriegen auch die Aufzeichnung. Also ich werde da auch ein Follow-up machen für Sie. Aber bitte sehen Sie uns nach, dass wir ein bisschen durch dieses kompakte Format sehr direkt gehen und Fragen gerne im Anschluss beantworten. Vielen Dank. Bis gleich. Thea, dein Part. Danke, Iris. Noch einmal guten Morgen an alle und frohes neues Jahr. Wie wir schon letztes Jahr angedeutet haben, wir haben eine Jahresendrally gesehen und die Aktien haben tatsächlich sehr stark 2023 beendet. S&P 500 stieg um 24%, Dow haben wir gesehen bei 13,7% und der Nasdaq stieg auch um 43%. Wir haben auch letztes Jahr gesagt, dass das Fed hat schon angefangen anzudeuten, eine Zinssenkung für 2024. Und diese Woche gibt es auch die wichtigsten Inflationsdaten vor dem FOMC-Treffen am 31. Jänner. Vergessen Sie das nicht, ganz wichtiges Datum. Diese Daten, die kommen heute um 2.30 Uhr, 14.30 Uhr unserer Zeit, ist Consumer Price Index. Und morgen haben wir um die gleiche Zeit PPI, das ist Producer Price Index. Auch diese Woche ist sehr interessant, weil endlich beginnt wieder die Earnings Season an. So am Freitag werden die Daten, die Reports veröffentlicht werden von JP Morgan, von Wells Fargo und von Bank of America. So schauen Sie sich diese Aktien noch einmal an, wenn Sie die im Portfolio haben. Wie werden sie sich entwickeln? Weil Earnings Reports ist nichts anderes als tatsächlich ein saisonales Effekt. Iris hat schon angedeutet, dass wir uns in einem Wahljahr befinden. Und wenn ich verschiedene Analysen gemacht habe und wenn ich die Daten von 1932 in Anspruch, 32 in Anspruch genommen habe, es war tatsächlich interessant, dass es spielt kaum eine Rolle, ob ein Republikaner oder ob ein Demokrat gewählt wird. Und wichtiger ist das Jahr im Wahlzyklus. Und das zeige ich euch noch am Anfang von eines Beispiels. Hier sehen Sie S&P 500
Okay, obwohl der S&P 500 in Wahljahren tendenziell eine insgesamt starke Leistung zeigt, gibt es dennoch Verluste, die meist in der ersten Jahreshälfte auftreten. Das können Sie selber auch diese Charts aufrufen, wenn Sie selber auf seasonex.com gehen, sich anmelden. Sie haben 30 Tage alles, was ich hier zeige und vieles mehr gratis. So nutzen Sie diese Chance. Und jetzt zeige ich euch einen saisonalen Chart von S&P 500. Machen wir eine längere Historie, weil das ist wichtig für weil nicht jedes Jahr ist ein Wahljahr. So nehmen wir 26 Jahre. Und dann, wenn Sie auf Moore gehen, es gibt ein interessantes Filter, wo Sie sehen US Presidential Elections, Election Year, Post-Election Year, Midterm Election und Pre-Election. Ich werde jetzt Election Year auswählen, so Wahljahr. Und dann kann ich sofort anschauen oder unten sehen, wie sich die S&P in die letzten 26 Jahren, eine Sekunde, 26 Jahren im Wahljahr entwickelt hat. Und das können wir unten sehen, dass diese erste Jahreshälfte tendenziell schwächer ausfällt. Unten sehen Sie noch einmal die Daten seit 1932. So jedes viertes Jahr befinden wir uns in Wahljahr. 2020, wenn die Trump gewählt würde, wenn die Biden, Entschuldigung, gewählt würde, haben wir auch ein schlechtes Wahljahr gesehen im ersten Jahreshälfte. So schauen Sie sich diese Daten an, bevor Sie Aktien auswählen oder irgendwas im Portfolio aufnehmen. Wie Iris gesagt hat, wir haben manche Sektoren, die diese Wahlhitze mehr spüren als die anderen. Und das sind zum Beispiel, eine davon ist die Verteidigungs- und Rüstungssektor. Und ich habe da eine Aktie ausgewählt, das ist die Lockheed Martin. Eine Sekunde, ich rufe mal die Aktie auf. Okay. Da ist es super, das ist ein saisonaler Chart. Wie schon gesagt, das ist kein tatsächlicher Chart von dieses Jahr, sondern hier nehmen wir die letzten 10 Jahre in Anspruch, dass wir eine bessere Entwicklung sehen. Und diese Aktien, Lockheed Martin, bekommt in Wahlzeiten sehr viel Aufmerksamkeit. Obwohl sowohl die Demokraten als auch Republikaner unterstützen die nationale Verteidigung. Und das konnte bedeuten, dass wir haben, dass diese Aktie konnte eine beständige Wahl für Investoren während der Wahlzeit sein, da das Unternehmen langfristige Verträge hat und eine konstante Nachfrage nach seinen Produkten besteht. Und da habe ich gesehen, es gibt einen guten saisonalen Trend, der beginnt am 11.01. heute und geht bis 4.03. Das können Sie auch wieder selber im Chart auswählen oder das können Sie auswählen auch durch dieses Kalendar. Es ist wichtig zu sagen, dass die highlighted Periode, die ich ausgewählt habe, und immer die Zahlen, die auf der rechten Seite sind und unten, beziehen sich auf diese Periode. So saisonal gesehen, Lockheed Martin ist eine gute Aktie, hat eine gute saisonale Periode von 11. Jänner bis 4. März. Wenn ich mir die letzten 10 Jahre unten anschaue, im Durchschnitt hat diese Aktie 6% gemacht in diesem Zeitraum. Das ist ein Zeitraum von 36 Trading Days. In 2020 haben wir nur einen Verlust gesehen von minus 3,45%. Iris, was sagst du dazu? Wie schaut die technische Analyse aus? Ja, erstmal vielen Dank. Sehr interessant. Also auch mit der ersten Jahreshälfte vom S&P 500 habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Ja, also das sind saisonale Charts, die da tatsächlich in dem Zusammenhang die Ergebnisse zeigen. Ich habe mir mal, wie du sagst, die Aktie einfach mal in einem Chart angeschaut. Wie das zusammensteht, dass wir beide das hier machen, wollte ich nur ganz kurz über diese Folie zeigen. Also ich, Iris Hein, ich gehöre ja zu WH Self Invest. Wir haben ja die Möglichkeit, über ein CFD und ein Futures-Angebot diese Aktie mit der Saisonalität zu handeln oder Free Stocks, unser US-Aktien- und US-Optionsangebot.
Oder auch mit Investui, das ist die Vermögensverwaltung, die auch auf Saisonalitäten beruht. Wir haben, die Thea und ich, für heute oder für diesen Monat auf jeden Fall, wenn Sie interessiert sind an dem Tool von der Thea, diesen Coupon erstellt, Next 30. Und ja, Thea, vielleicht sagst du noch ganz kurz, was man für diesen Coupon erhalten kann. Ja klar, wir kriegen oder Sie kriegen 30% off auf die erste Zahlung. Sie können auswählen, ist es die monatliche Zahlung oder Jahreszahlung. Sie kriegen die volle Screener, das bedeutet Zugriff auf 25.000 Aktien, Rohstoffe, Währungen etc., alles, was an der Börse gelistet ist. Und Sie können sich die guten Einstieg- und Ausstiegspunkte von diesen Instrumenten sehen. Sie können diese Instrumente vergleichen mit anderen Instrumenten, auch die Wahljahre ausnutzen und schauen, wie sich die Instrumente während des Wahlzyklus entwickeln und vieles, vieles mehr. Das alles können Sie auf seasonex.com sehen. Es gibt auch eine Pricing-Tabelle. Es kostet normalerweise $50 pro Monat und mit 30%iger Reduzierung kommen Sie auf ein deutlich günstigeres Preis. Ja, also da habe ich diese Aktie und es geht hier gar nicht erstmal um ethische oder moralische Dinge, ob man jetzt so eine Aktie handeln soll oder nicht, sondern es geht uns in erster Linie darum, dass wir Ihnen auch zeigen können, ja, wie Saisonalitäten aussehen. Und in so einem Wahljahr muss man einfach sagen, ist diese Aktie, bei der auch die US-Regierung der größte Kunde ist, ist sie natürlich ein interessantes Produkt. Das muss man einfach so sagen. Und egal, wer jetzt da das Rennen macht in diesem Jahr, könnte sie aufgrund ja einfach ihrer Branche ein interessantes Instrument sein. Ethisch und moralisch sei dahingestellt, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, was wir jetzt in dieser Form hier auch gar nicht diskutieren können. Aber ich habe mir mal die Aktie einfach angeschaut und da sieht man auch in der ersten Jahreshälfte, das ist das, was Sie hier sehen, ist genau dieses Muster, von dem du gesprochen hast, Thea, eingetreten. Hier geht es sogar ein bisschen länger als der April. Aber dann kam wirklich eine Konsolidierungsphase übers Jahr. Wir sehen hier einen Tageschart. Man sieht hier eigentlich bis September. Dann gehe ich von aus, dass es schlechtere Zahlen gab zum Unternehmen. Aber dann in dem Moment, als es dann wieder zum Nahostkonflikt kam, hat diese Aktie zugenommen, bewegt sich aber aktuell auch in der Seitwärtsbewegung. Ich habe gesehen, es gezeigt oder versuche hier durch diese horizontalen Linien auch potenzielle Widerstände und auch Unterstützungen einzuzeichnen. Wenn man hier sich jetzt die kürzeren gleitenden Durchschnitte ansieht, die ich mit 50 und 100 Tagen gewählt habe, haben die auch im Moment einen anziehenden Charakter, der über 200 Tage ist eher noch in der Seitwärtsbewegung eher fallend. Also es bleibt spannend. Also wenn man sich tatsächlich für diese Aktie zumindest mal im Auge behalten will, wäre für mich hier oben diese obere Linie, diese Hauptwiderstandslinie über die Zeit vielleicht bei hier 469, 470 eine Möglichkeit einzusteigen, wenn die Aktie bis dahin nochmal ihren Weg genommen hat und auch die potenziellen oberen Widerstände dann genommen hat. Das wäre jetzt das, was ich aus dem aktuellen Chart lesen würde. Im Moment, muss ich sagen, sieht man ja auch hier, ist es noch ein bisschen unentschieden. Muss man mal noch abwarten, wo die Reise hingeht. Ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, wir konnten Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, Saisonalität, Chartanalyse. Saisonalität kann man alleine handeln, man kann das wirklich als Signalgeber handeln, aber es ist, wie wir hier bei dieser Aktie gesehen haben, zumindest wirklich nochmal eine gute Ergänzung, um vielleicht zu einer Handelsentscheidung zu kommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Wenn Sie Fragen haben, einfach reinschreiben. Wir beantworten die gerne im Nachgang. Thea, hast du noch irgendwas mit auf den Weg zu geben? Nein, ich würde mich auch sehr über Feedback freuen, dass wir wissen, was können wir nächstes Mal vorstellen. Möchtet ihr, dass wir auch in diesem Format bleiben? Möchtet ihr irgendwas anderes sehen? Ich habe mir auch überlegt, dass wir nächstes Mal vielleicht die anderen Sektoren zeigen, die auch eine sehr gute Saison haben und die interessant für die Wahljahre sind und die Politik, die im Hintergrund bevorsteht oder steht. Ja, also wie wir das hier gemacht haben, auch, muss ich sagen, habe ich selber auch nochmal eine Idee entwickelt, dass wir vielleicht mal ein bisschen durchspielen können, wenn es der ein oder andere Kandidat wird oder wo die Tendenzen hingehen. Vielleicht sehen wir das ja in dem Chart dann.
Wäre ein Thema für, sag ich mal, was wir jetzt so ein bisschen fortführen könnten. Gute Idee. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Thea, vielen Dank für deine Expertise. Hat wie immer Spaß gemacht. Alles Gute. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Bye.